Willkommen zurück, liebe Leute, zum Super Mario Maker. Und wir beginnen heute mit den Leveln vom guten Mick 4G. Seinerseits unter anderem mein Designer, der immer für die Grundlagen der Thumbnails und so weiter zuständig ist. Sehr cooler Typ. Ja, das muss ich sagen, weil er für mich knechtet. Und deswegen spielen wir jetzt auch mal seine Levels. Und hier auch schon mal direkt zu Beginn den Hinweis. Spielt sie doch auch mal. Gib doch ein paar Sterne, ne? Ich weiß, bei Guapo habt ihr das halt sehr, sehr gut gemacht. Aber bei den anderen, war das verhältnismäßig ein bisschen wenig, möchte ich so sagen. Ist kein Angriff, sowas funktioniert immer beim ersten Mal am besten. Das ist mir bewusst. Dennoch, ja, gib den Dingern mal eine Chance, ne? Ich meine, die Leute wollen ja auch weitere Levels bauen und das ist im Mario Maker nicht so einfach, selbst wenn man gute Levels baut. Ist es scheinbar nicht so leicht, an Sterne zu kommen. So, schauen wir uns das mal an. Jungle Falls hieß das Ding, ne? Das Elend. Scheint bis jetzt aber sehr, sehr, sehr freundlich zu sein. Schönes, freundliches Mario-Level zur Begrüßung. Ja, da sagst du ja nichts gegen. Viele kleine, verschiedene Wege, Secrets. Meine, eine Feder zu kommen. Meine, er möchte keine Feder haben, ha? Huh? Jeder möchte eine Feder haben. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Riesen-Feder-Fan. Aber echt 80 Milliarden Wege, Mick. Was hast du dabei gedacht? Glaubst du, ich benutze jetzt alle Wege? Da hast du falsch gedacht, mein Freund. Da hast du völlig falsch gedacht. So, das erste Level grundsolide finde ich gut. Finde ich ganz gut. Mal erfahren, wie sich das entwickelt. Ich glaube, 7 Level sind aktuell verfügbar. Die werden wir auch spielen. Also, solange die so bleiben, ne, easy peasy, dann haben wir das vielleicht nicht mal Weltrekord. Nackiges Level für das erste Level, sagt der Timo. Mensch, Mensch, Mensch. Der ist aber auch überall, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Er ist einfach überall. Wo war das knackig? Also, er war jetzt nicht knackig schwer, ne? Das auf keinen Fall. 17% Abschlussrate. Klaus hält den Weltrekord von Stalactite Shoes. Das ist schon. Der Name des Levels ist so eine Kampfansage fast schon, ne, gegen mich. So nach dem Motto, wenn Bollo das mal spielt, dann kann er sich richtig aussprechen, dann lache ich, dann loll ich mir einen ab. Eklig. Das ist schon ein bisschen eklig. Aber ist okay. Nein, ich sollte nicht. So sollte ich nicht denken, ne? Als wenn die Leute Level bauen mit dem Hintergedanken, ja, das wird Bollo spielen, ja! So schätze ich Mick nicht ein. Nee, tatsächlich nicht. Kennt ihr so Leute? Seid ihr so Leute? Da will ich es, glaube ich, gar nicht wissen. Nee, ich finde das mal. Finde ich merkwürdig, tatsächlich. Ich bin. Ne? Bin ja nicht anders wie ihr. Es war halt irgendwie klar, dass da was sein muss. Nice! Ich konnte einfach nicht abspringen. Funktionierte nicht. Das ist Bad Level Design, würde ich sagen. Nur deswegen konnte ich nicht abspringen. Das Level-Design halt echt scheiße war ganz schön kacke, oder? Seht ihr auch so. Okay, wunderbar. Ach ja, heißt es noch, ich bin ein Idiot, aber... Ah, nein, alle sind der gleichen Meinung. So. Schade. Ich dachte eigentlich, das wäre schlau. Ich hätte echt so gedacht. Aber war es nicht ganz so. Okay, wir machen diesmal ein bisschen... Bisschen gemächlicher. Vor allen Dingen, weil ich halt auch keinen Pilz mehr habe. Jetzt ist natürlich alles wieder... Ich? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, hundertprozentig dazwischen. Muss. Schrie er förmlich danach. Okay. Was ist da? Kann man da lang? Will man da lang? Hier ist ein Checkpoint. Ist okay. Man könnte runter. Man kann aber auch... Ja, okay. Kann aber auch auf den Sack kriegen. Wir könnten jetzt halt auch zurück. Will ich das denn? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Okay, wir wollen nicht zurück. Scheiß auf zurückgehen. Hol dir lieber so einen Schuh. Und dann gehst du runter. Das ist auch okay. Das ist völlig okay. Du musst dir nicht immer so viel Mühe geben, so nach dem Motto. Ich will aber alles vom Level erkunden. Willst du doch gar nicht, Wollo. Das bist doch nicht du. Wer spricht da? Das ist nicht der Wollo, den ich kenne. Und so schätzen gelernt habe. Nee. Das ist ein anderer, der neue. 2.0. 2.0 erkundet die Levels. Bis zum letzten. Als ob er das tut. Ah, okay, man könnte auch hier rauskommen. Vermutlich. Soll uns aber egal sein. Wir haben das zweite Level ebenfalls sehr gut abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Ein einziger Tod bisher.
ist in Ordnung. Abschlussrate war ja 17%. Man fragt sich wieder, wie diese zustande gekommen ist. Eventuell durch das Gegrinde des Weltrekordes. Das kann natürlich sein. Ansonsten, weiß ich gar nicht. Aber komm mal, versuchen wir mal ein Thema hier anzufangen. Und zwar ist das Thema jetzt, habe ich gerade beschlossen, Fankult. So krasse Fans. Roof Gardens. Klingt nice. Klingt sehr nice. Ja, krasse Fans. Habe ich, glaube ich, nicht. Also, damit geht's schon mal los. Habe ich selber nicht. Dann ist ja irgendjemand hier, der das gerade sieht und der hat so krasse Fans. Ist jemand da am Start, der Meinung ist, Alter, er hat so richtig krasse Fans? Er ist so mäßig ein Idol? Ist so ein Idol? Alter, Idols, ne? Ein Idol sein wäre der Shit. Also ein Idol. Ein Japanese Idol sein. Das wäre schon... Ja, doch. Kann ich mir vorstellen für mich. Weil gestern war ich mit Blocky, Mock und Cornel im TS und dann hieß es irgendwie kamen wir darauf, dann hieß es so Idol Games. Und dann dachte ich an sowas wie es gibt doch diese Spielreihe, wo man sich eine Band erstellt und dann lässt man die irgendwie tanzen und auftreten. Keine Ahnung. Und dann hieß es so, ja, die kann man doch hier überall spielen, die sind doch alle kostenlos und so. So, what? Dachte mir so, voll geil, mach ich. Hat sich voll Schmacht drauf. Und dann finde ich heraus, dass die über irgendwelche Klickerspiele, die sie dann IDLE schreiben, reden. Ich war so enttäuscht. Mach doch kein Bild. Ich war sowas von enttäuscht. War richtig traurig. Dachte, den Idol Master könnte ich jetzt zocken. Hat jemand so ein Spiel? Gibt's da EU-Version? Kann ich die irgendwo spielen? Ich will echt sowas spielen. Beat my wear. Nö. Sowas mache ich gar nicht. Friendlist Splatoon. Ich sehe da gerade was aus Dragon Quest. Das wundert mich gerade ganz hart da unten. Ist okay. Ja. Das war gestern die Enttäuschung des Tages. Es gibt bis 1.5 geht sogar nur. Reicht ja gerade mal so. Das reicht ja nicht mal für den Part. Außer ich, ja, tänzel da jetzt ein bisschen rum in den Leveln. Mal gucken. Vielleicht auch schön SMB3. Nice. Kriegt Schmacht direkt. SMB3 unter Wasser. Ich krieg ab trotzdem Schmacht. Ist für mich okay. Okay, könnte das ein bisschen härter werden? Eventuell. Okay, da ist schon der Checkpoint. Der kam schnell. Aber eventuell auch gerechtfertigt, wenn ich den Hammerbruder da halt sehe. Als ob das so läuft. Okay, jetzt so. Ich denke, ich werde hier einmal sterben. Sagt mir mein Gefühl so. Außer das Ziel kommt gleich. Er hält sich an SMB3-Verhältnisse. Das würde nämlich bedeuten, dass das Level gleich vorbei ist. SMB3 hat eigentlich immer sehr, sehr kurze Level. Das wäre schon eigentlich zu lang für ein SMB3-Level. Selbst wenn es jetzt vorbei wäre. Ja. Wäre für ein SMB3-Level immer noch fast zu lang. Aber ganz gut gemacht. War für ein Wasserlevel voll okay. Ja. Also wenn ihr mehr von Big's Game wollt, ne? Mehr Level und so. Braucht der Junge Sterne. So gebt dem jungen Mann doch mal ein paar Sterne. Gerade heftig am Mario Maker WR aufstellen. Krass. Ich muss mal darauf achten, ob da überhaupt ein WR ist, ne? Schauen wir doch mal nach, ob der gute Timo denn hier den WR hält. Oder ob das... Nein, es ist nicht nur dummes Gelaber. Kekse Cooper. Wer hat da den Weltrekord? Der Olli. 7,46%. Schauen wir uns das mal an. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich glaube, ich wäre gerne berühmt. Ja. Darauf wollte ich nur hinaus. Das wollte ich euch mal erzählen. Ich bin so ein Ekliger. Ich wäre gerne mal... Schon, oder? So richtig kackberühmt, so... Ist halt die Frage, will man so richtig kackberühmt sein, so dass man kaum noch, also dass man nicht mehr rausgehen kann, ohne überall, man würde überall erkannt werden, sagen wir es mal so berühmt. Wäre das jetzt gut, wäre das schlecht? Ist ein bisschen schwierig, ne? Ich denke, die meisten würden, aber was heißt, die meisten würden sagen, ne? Es ist so die Frage, was würde ich denn sagen? Ich meine, was hätte ich davon, ne? Was hat man davon? Geld. Geld ist gut. Geld ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Behaupte ich mal so.
Als ob. Als ob. Okay, dieses Level ist ein bisschen schwieriger. Gut. Konzentrieren wir uns während des Levels auf was anderes. Das ist immer... Das hilft tatsächlich. Kann ich nur empfehlen. Ist halt auch echt... Echt ein bisschen mies. Okay, mit dem Level werde ich Probleme haben. Geld ist eine gute Sache. Viel Geld ist eine gute Sache. Das kommt halt mit diesem Kackberühmtsein. In der Regel. Vielleicht auch mal nicht. Kommt drauf an, was du gemacht hast, aber... In der Regel ist Berühmtsein gleichbedeutend mit viel Geld. So. Nun ist die Frage. Nun ist die Frage. Als ob er da diesmal nicht runterläuft. Das hat doch vorhin auch genauso funktioniert. Willst du mich verarschen, Spiel? Als... Ach. Das soll ich mir abgewöhnen. Ich sag zu oft, als ob. Hätte ich euch nicht sagen dürfen, ne? Jetzt merkt es nämlich auch, dass ich das zu oft sage. Ist nicht gut. Sollte doch mein kleines Geheimnis sein. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der ist down. Ganz wichtiger Punkt. Was ist eigentlich hier oben? Aha. 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 So. Ach so, oh. Das ändert alles. Das ist schon wieder scheiße. Aber im Großen und Ganzen ändert das einfach alles. Einfach mal alles. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich gewonnen habe. Machen wir uns nichts vor. Das hat er noch nicht gewonnen. Ja. Kommen Sie jetzt mal zum Punkt? Herr Volovisado, kommen Sie mal zum Punkt? Ja, der Punkt ist, ich weiß es halt auch nicht, ne? Ein Shitload of Money? Ja. Shitload of Fans? Ah. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, ne? Es gibt... Die können halt... Oh, scheiße. Scheiße. Die können halt sehr anstrengend sein. Können aber auch sehr cool sein. Es ist halt... Es ist halt... Man weiß es im Vorfeld nicht, ne? Was dich ja... Was du jetzt kriegst, ne? Davon scheiß nervige Fans. Oder so richtig coole. Ha, das Level geht mir ein bisschen auf die Eier. Hm. Ja. Ja, naja, kann man so sagen. Zeitlich wäre mir halt ein sechstes Level noch ganz recht gewesen, aber mal gucken. Vielleicht gucken wir gleich mal nochmal die Beliebten. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich bin eigentlich nicht gewillt zu sagen, hier, warum habe ich den weggeschmissen? Kann ich, glaube ich, gleich sogar super gebrauchen. Den hätte ich doch gleich sogar super gebrauchen können. Es gibt noch einen hiervon, die du so gut gebrauchen kannst, Herr Volovisado. Ah, ist alles schrecklich. Ist doch alles schrecklich. Mach's so. Ich mach's einfach so. Ah, dauert ein bisschen länger. Noch Zeit schindern. Sehr schön. Da ist das Ziel. Wir haben alle 5 Level von Make abgeschlossen. Yay! Das könnt ihr schneller. Beweist es mir. Also ihr könnt es auf jeden Fall schneller. Ihr habt es jetzt gesehen. Natürlich könnt ihr es dann schneller. Das ist keine Kunst. Damit du es weißt. Das ist keine Kunst. Und wegen... Alles klar, sternen wir ebenfalls. Kekse Koopa, das war die Level von Mick. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, ich sag's euch nochmal, geht hinein, spielt die Level auch und gibt Sterne. Ja, ganz einfaches Prinzip. Easy peasy. Dann schauen wir mal die Sternrang... Nee, bäh, die Sternrangliste von wegen, die ist doch immer scheiße. Nee, 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 nee. Schauen, was gerade so beliebt ist. UHGG ist super beliebt. Denke ich mir auch. Was sieht denn hier spannend aus? Quelle, Amiibo. Creepy Corals. Das sieht cool aus. Machen wir dieses Creepy Korallen-Level nochmal zum Abschluss. Haben wir hier noch was Schönes gesehen. Ein Rirajin, Riain oder whatever. Und ich bin nicht so auf den Punkt gekommen. Shitload of Money, ja. Überall erkannt werden. Ich bin nicht so, ich bin ja nicht so sehr menschenoffen. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich, das wäre dann wohl eher nichts für mich. Ja. Ich denke, das kann man dann so einfach sagen. Das wäre dann nichts für mich, weil ich einfach, nee, so viele Menschen und, ist nicht meine Welt. Ist einfach nicht meine Welt. Moment, das machen wir. Und das schön von unten einfach ran, genau. Hier soll man zurück. Rum.
Das glaube ich noch nicht so einfach. Meine, weil jetzt hier geht es wieder runter. Ist da vorne ein Peace-Switch-Reno drin? Nö. Oh, es ist so ein du wirst dich verlaufen Level. Mach keinen Scheiß mit mir. Ja, habe ich ja richtig Schmach drauf, mich hier jetzt in den Korallenriffen zu verlaufen und zu ertrinken. Ja, mit Mario, so lange die Luft anhalten. Ich bin schrecklich, Finn. Du weißt, du wirst wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wirst du hier drin ersticken. Ertrinken, besser gesagt. Ah, widerlich. Schlimmster Tod, immer noch, meiner Meinung nach. Der schlimmste Tod, den ich mir vorstellen kann, ertrinken. Ertrinken, ey, das Allerschlimmste. Verbrennen, ja, verbrennen ist auch schon hart an der Kotzgrenze, das kann man so sagen, aber... Ah, ertrinken. Ey, was muss ich hier machen? Jetzt sind wir wieder am Start. Noch eine Feuerblume. Da unten war ich schon. Hier war ich halt. Es muss irgendwo einen Peace-Switch geben. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Es muss hier irgendwo einen Peace-Switch geben. Nur wo? Nur wo? Habe ich hier irgendwas übersehen? Gibt es den Eingang rein? Nee. Den habe ich auch. Ja, habe ich doch benutzt. Okay. Schauen wir uns ein bisschen um. Hilft ja nichts, ne? Vielleicht hier einfach weiter nach rechts, anstatt da hoch? Nee. Nee, das ist auch nicht das Rätselslösung. Na, einfach runter. Ach, da ist es doch bestimmt. Erzähl mir doch nichts. Hier wird's sein. P-Switch. Nein? Auch nicht. Hier? Nein, auch nicht. Okay. Okay, aber hier ist noch ein relativ großes Gebiet. Und irgendwo muss er ja sein. Das geht halt nicht anders, ne? Außer man braucht ja keinen P-Switch. Und es geht hier um was ganz anderes. Kann halt auch sein. Das machen wir jetzt leicht. Da ist der P-Switch. Geht doch. So. Das ist eigentlich auch egal, ne? Lass dich halt treffen. Wen juckt's? Denn... hier ist ja die Blume. Und die gibt es ja auch noch öfter. Das Schöne ist halt, dass man mit dem P-Switch so unfassbar schnell schwimmen kann. Ist mega gut. Hat halt auch Spaß, ne? Es drückt dich zweimal so ein bisschen nach oben. Aber, na und? Von wegen hier zurück. Von wegen, Mann! Ich weiß doch, dass es hier lang geht. Erzähl mir doch nichts. So. Jetzt hier drauf. Easy. Und dann sollte, wenn alles gut läuft, ist das Level noch nicht mal vorbei. What? Alter. Ich meine ganz im Ernst. Noch ein Checkpoint? You shitting me. Ich muss jetzt nicht nochmal einen P-Switch oder so finden, wa? Verarsch mich nicht. Ist ein gutes Level, ja. War das ein bisschen lang? Ist ein bisschen lang und insgesamt auch? Oder wobei, hier ist dann wahrscheinlich Schluss, ne? Also hätte man jetzt nochmal einen P-Switch finden müssen, wäre es too much gewesen. Meiner Meinung nach. So ist gut. So ist es ein grundsolides, gutes Level. Da möchte ich mich einmal beim Ersteller bedanken. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir das gegeben hast. Schöne Level. Danke. Und zu allen, von uns allen. Danke, Reich. So. Fun Level. Ja, in diesem Fall ist okay. Gebe ich auch mal einen Stern. War nämlich wirklich cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part vom Super Mario Maker wieder. Bis dann und ciao.